Hallo und herzlich willkommen hier aus Taranto in Italien, unserem letzten finalen Stopp. Wir sind hier von Bord gegangen. Heute wird es mit dem Filmen natürlich wieder etwas schwieriger, weil mit Koffer und Rucksack und Kamera bin ich natürlich gut bepackt. Ja, das Ganze war jetzt auch schon wieder so ein Abenteuer. Wir nehmen ja unsere Koffer immer selber mit von Bord, weil sonst hätten wir erst um 11.15 Uhr gehen können. Und dann waren wir bis am Ausgang. Dann rief von hinten einer aus dem Schiff: Ja, wir sollten draußen neben dem Schiff warten, es käme ein Bus zum Hafenausgang. Der Hafenausgang, der ist da vorne. Ich weiß jetzt nicht, ob da für 100 Meter ein Bus gekommen wäre. Auf jeden Fall ist hier auch weit und breit keiner zu sehen. Von daher habe ich da so meine Zweifel, dass da überhaupt irgendwas kommt. Und die anderen, die hier jetzt mit Koffer gingen, die gingen auch alle zu Fuß. Vor allem, weil man vor dem Schiff wieder in der prallen Sonne steht. Und da hatte ich jetzt dann keine Lust, da zu warten, bis vielleicht irgendwann ein Bus kommt, wo sich dann rausstellt, dass der doch nur für vorgebuchte Gäste ist. Hier vorne soll es jetzt Taxis geben zum Bahnhof. Mal hören, wie weit das ist und was das kostet. Und dann geht's auf nach Brindisi mit dem Zug. Ich hoffe, ihr seid dabei und schaut euch auch unsere zweigeteilte Abreise an. So, hier stehen sie jetzt alle. Wahrscheinlich Güte irgendeine Bus. Aber wer weiß, was für einer und wann. Ja, Freunde, Italien at its best. Da vorne steht das Schiff. Hinter dem Hafen, also hinter dem Zeltbau, wo es die Koffer für die Leute gibt, die die rausgestellt haben, da ist eine Bushaltestelle und von da aus fährt ein Bus 200 Meter zum Hafenausgang und zu Fuß darf man das Stück nicht gehen. Ein Witz für Dove. Ich sehe das ja ein, wenn das wirklich wie in Marseille oder so quer, kreuz und quer durchs Hafengelände geht. Aber das hier war jetzt wirklich der totale Witz. Das hat nur Zeit gekostet. So, ja, hier mal ein Blick auf die Straßen von Tarant. Ja, Bahnhof scheint da vorne schon zu sein. Wir waren dann von aus dem Hafenbus raus, da war ein Busbahnhof. Da hatten Leute vor uns was gefragt und dann hatte ich den Fahrer gefragt nach dem Bahnhof. Ne, sprach wohl nicht so gut Englisch, aber sagte dann, wir sollten einfach den Leuten hinterhergehen, die gingen auch dahin. Jetzt hatte ich gehofft, dass das wirklich stimmt und das sieht jetzt auch so aus, als wäre das der Bahnhof. Und dafür hätte man nun wirklich kein Taxi gebraucht, wenn das an dem ist. Wenn das hier schon der Bahnhof ist, dann sind wir doch gut bedient. Jetzt ist allerdings wahrscheinlich gerade der Zug Richtung Brindisi weg. Da müssen wir dann jetzt gucken, wie es weitergeht. Wie wir jetzt alternativ fahren können. Tja, Leute, so geht das. Manchmal hat man mehr Glück als Verstand. Wie jetzt gerade in unserem Fall. Die Leute vor uns, die sind tatsächlich zu dem Bahnhof marschiert und das war auch nur 5 Minuten zu Fuß. Ja, und dann kamen wir da, dieser Zug hier, der durchgehende Zug nach Brindisi. Der fährt nur so etwa alle 3 Stunden ungefähr. Oder 4. Jetzt um 8.44 Uhr oder 45 und dann um 12.44 Uhr wieder einer und dazwischen müsste man einen riesen Umweg mit Fernzügen fahren und umsteigen und ja, aber es war natürlich, da unten haben die einen Ticketautomaten und 2 Schalter und ein Chaos.
Dann drängelten sich noch ein paar vor, die hatten irgendwelche Probleme mit dem Fahrschein für ihre Kinder. Ja, und dann habe ich dann noch schnell zwei Tickets ergattern können. Und dann sind wir direkt hier zu Gleis 3 geschäst, waren noch ein paar nette Einheimische, die uns gesagt haben, in welche Richtung die Gleise sind. Ich wäre nämlich jetzt in die falsche gelaufen. Und jetzt sind wir im Zug. Der sollte jetzt ja in 2-3 Minuten schon abfahren. Der ist ein bisschen klimatisiert, das ist angenehm. Trotzdem sind wir am Schwitzen wie mal irgendwas von der Rennerei jetzt gerade. Treppe rauf, Treppe runter, beziehungsweise umgekehrt. Erst runter, dann wieder rauf. Ja, und jetzt fahren wir schon los. Ja, typischer moderner Regionalzug hier von Trenitalia. Steckdosen gibt es da unten, seht ihr wahrscheinlich. Abfalleimer, ja, so Ledersitze, die sind ein bisschen hart, aber das ist jetzt 1 Stunde 10 Minuten oder so bis Brindisi. Ich denke, das werden wir aushalten ohne Schäden am Steißbein. Ja, von Tarant selber haben wir jetzt natürlich nichts sehen können. Allerdings muss ich hier ehrlich sagen, wäre der Zug jetzt hier jede Stunde gefahren im Taktverkehr, dann hätte ich gesagt, komm, da machen wir ganz langsam und dann fahren wir 1 Stunde auf 2 später rüber und gucken hier noch ein bisschen. Aber jetzt 4 Stunden hier mit Koffer rumbollern, macht auch keine Laune. Und ja, in Brindisi haben wir ja auch nicht viel Zeit, weil da müssen wir in unser Hotel einchecken und morgen geht schon in aller Herrgottsfrühe unser Flug. Da müssen wir schon irgendwann um 4 Uhr oder so zum Flughafen. Von daher ist es bequemer, wenn wir jetzt da unsere Koffer abwerfen können und uns lieber in Ruhe Brindisi angucken. Good morning. Welcome on board the 19975 train. The train will arrive in Brindisi at 9:54. Trenitalia wishes you a pleasant journey. Ja, hier diese computeranimierten Ansagen im Nahverkehr, die sind wirklich gut. Die sind teilweise deutlich besser als im Fernverkehr hier in Italien. Das klingt natürlich so ein bisschen abgehackt, da das alles einzelne Wortteile sind, die der Computer da zusammensetzt. Aber man versteht, um was es geht, wie die Zeiten sind, ob der Zug gerade spät läuft oder ob er pünktlich ist. Speicherkarte tauschen, da zickte die Kamera wieder rum. Ich befürchtete schon, dass es nichts mehr gibt, aber jetzt scheint es doch zu funktionieren. Ja, ganz flache Landschaft hier im Süden Italiens, ganz anders als hinten im Norden in der Region um Genua, wo wir unsere Reise angefangen haben, wo es da in die Berge geht und allem. Hier überwiegend alles, ja, flache Landschaften, weite Felder, viel Landwirtschaft. Gucken, was es auf der anderen Seite zu sehen gibt. Da begleitet uns eine Straße von der Seite und dahinter aber auch alles Felder.
unser erster Zwischenhalt in Rutagne. Sieht mehr aus wie so ein halbstillgelegter Bahnhof irgendwo an einem Industriestandort. Wie sieht es denn hier auf der anderen Seite aus? Interessiert mich ja jetzt auch, weil die Strecken hier kenne ich ja auch nicht. Ja, hier ist aber auch helemaal nix. Da war wohl auch mal ein Gleis da drüben. Hat sicher mal mehrere Verbindungen gegeben, aber das hat auch alles seine besten Tage schon hinter sich hier. Ich dachte, dass hier vielleicht der eigentliche Bahnhof ist, aber nee, da kommt ein bisschen Infrastruktur auf der Seite doch. Aber ganz kleiner Bahnhof. Ist auch nicht wirklich viel drumherum. Tja, irgendwie habe ich hier den Eindruck, die ganzen Stationen auf der Strecke, die liegen hier entlang, so Industriestandorten. So richtig viel. Ja, da hinten liegt jetzt mal ein Ort hinter. Aber immerhin bin ich froh, dass wir so zeitig und so früh jetzt hier den Zug gekriegt haben und dann möglichst in Brindisi schnell die Koffer loszuwerden. Und dann haben wir da ja noch Zeit, um uns ein bisschen umzusehen. Ja, hier in Lappiano, hier scheint es auch eine Fernverkehrsanbindung zu geben. Intercity, ja, da steht es drauf. Und auch das so ein Intercity, wie wir auf der Hinreise nach Savona hatten. Mit zwei so Triebköpfen vorne und hinten. Ja, eine Ansage, die man im Zug gerne hört, we are now arriving on time in Brindisi. Ja, und hier sind wir jetzt. Ja, diese Regionalzüge hier, die sehen von vorne ganz schön wuchtig aus, vor allem an diesen niedrigen Bahnsteigen. Aber immerhin wirklich moderner Zug, sehr komfortabel, also da gibt es gar nichts zu bemängeln und auszusetzen. Ich weiß gar nicht, das Ganze hat irgendwie um die 6 Euro pro Person oder so gekostet. 5,60 Euro pro Person, ja, für über eine Stunde Fahrt.
mit einem modernen und doch auch relativ schnellen Zug. Also das ist doch ein bisschen Strecke von Tarant bis hier. Das ist also nicht, dass man jetzt nur einmal um den Block da gondelt. Also für 5,60 Euro Einzelticket ein super Preis. Ja, und hier sind wir jetzt. Und ja, ich werde das Video hier nicht schließen, sondern unseren Tag hier in Brindisi hinten dran hängen, weil allzu viel zu sehen war da ja jetzt nicht. Von daher machen wir da ein Video von, was wir jetzt hier noch so machen werden. Wir müssen uns natürlich jetzt erstmal unser Hotel suchen, damit wir die Koffer loswerden. Hier fahren auch Fernzüge nach Roma. Hier ist also schon ein bisschen mehr los, obwohl der Bahnhof jetzt hier und zumindest hier von dem Tunnel her nicht so besonders einladend aussieht. Ist halt auch keine Großstadt hier, aber doch schon wieder ein etwas touristischeres Zentrum und da sind doch einige Anbindungen hier. So, und was Google nicht zu leisten vermag, das wissen die einheimischen Opas hier. Der wusste nämlich, wo hier das Hotel ist und wir kriegen gerade hier einen leckeren Kaffee gebracht. Prego. Thank you. Grazie. Ja, das ist doch dann schon wieder Urlaubsstimmung, wenn man es einmal gefunden hat. Ja, das Ganze liegt hier so ein bisschen in so einem, ja, fast wie so einem Innenhof mit den kleinen Straßen. Richtig schönes, kleines Familienhotel hier. Der Mann ist super nett. Der hat uns schon für morgen früh unser Taxi vorbestellt zum Flughafen. Und man sitzt hier wirklich ganz gemütlich hier auf so einer kleinen Terrasse vor dem Haus im Schatten. Und jetzt sind wir die Koffer los und das ist immer die größte Last, wenn man mit Koffer was sucht. Ohne Koffer ist es letztlich dreht egal, ob du zweimal umsonst um den Block läufst, aber wenn man mit Tasche und Koffer und dann noch Handy in der Hand und dem Versuch mit dem Ding zu navigieren, was dann nicht funktioniert, befasst ist, dann geht mir dann doch relativ schnell die Hutschnur hoch. Wenn der Koffer dann einmal abgestellt ist, dann ist es doch alles doppelt entspannt. Der Ort scheint auch hier wirklich nett zu sein. Wir sind ja jetzt schon ein Stückchen da durchgegangen, werden wir sicher heute Mittag oder Spätnachmittag nochmal tun. Ja, mittlerweile haben wir uns jetzt zur Mittagsmahlzeit hier in so einer einheimischen Bar eingefunden. Nachdem wir unsere Koffer im Hotel abgestellt haben, da einen Kaffee hatten, sagt Norbert, du hast dich so über die Navigation aufgeregt, du musst erstmal ein Bier trinken. Ja, dann waren wir in so einer, hinten in der oberen Stadt, in so einem, ja, Café, das Ding, das war ordentlich besucht, da ging es rein und raus. Da haben wir dann aber nur ein Bier getrunken, das war aber direkt ein halber Liter, der ist mir ein bisschen zu Kopf gestiegen bei der Hitze. Und ohne vernünftige Grundlage. Und dann sind wir jetzt hier noch ein bisschen spaziert und noch mal hier die Straße zum Bahnhof. Und hier sind jetzt so ein bisschen mehr die einfachen Kajemmen. Ja, und hier kann man für kleinstes Geld kann man hier was essen. Für 3,50 so ein ganzes Panino hier oder für, ich glaube, 2,50 oder 3 Euro so ein Focaccia. Norbert hat einen Toast, auch 2,50. Da kann man gar nicht meckern. Und ja, ich hoffe, das Ganze schmeckt jetzt auch. Ich hatte gar nicht gedacht, dass das so viel ist. Ja, wir haben die Stunden der größten Mittagshitze ein bisschen im klimatisierten Zimmer verbracht, in unserem Hotel, die Ecke rum. Und ja, jetzt ist es kurz nach 17 Uhr und
Jetzt nutzen wir die Zeit, wo die Sonne nicht mehr ganz so hoch steht, um noch ein bisschen hier die Innenstadt von Brindisi zu erkunden, bis wir dann irgendwann so um 19 Uhr oder so vielleicht noch was essen gehen. Und dann ist der letzte Abend unseres Urlaubs auch schon vorbei. Um 3 Uhr heißt es für uns wieder aufstehen. Um 4.15 Uhr kommt unser Taxi zum Flughafen. Und dann hoffen wir, dass alles reibungslos klappt und funktioniert. Und wir dann hoffentlich schon im Laufe des Vormittages wieder unsere Heimat erreichen. Ja, wie gesagt, es ist 17 Uhr durch, aber ihr seht, die Sonne hat noch immer mächtig Kraft hier. Also während der Mittagszeit wäre das kaum auszuhalten gewesen. Ja, und wir waren auch ein bisschen geschafft, um ehrlich zu sein, weil die letzte Nacht am Schiff, da schläft man auch nicht so gut. Dann hatten wir noch Uhrenumstellung und in die andere Richtung, als wir Richtung Griechenland gefahren sind, hatte das auf dem Schiff nicht so gut geklappt mit dieser Uhrenumstellung. Da funktionierten die Weckrufe plötzlich nicht mehr richtig und dementsprechend ist man ja dann auch nervös, wenn man weiß, man muss um 8 Uhr die Kabine räumen und man weiß nicht, ob der Weckruf richtig funktioniert und dann schläft man nicht so entsprechend. Ja, ich war eben schon mal hier am 24-Stunden-Kaufhaus, um mir ein Wasser zu holen, denn irgendwie habe ich hier sonst auf der Ecke nirgendwo einen Laden gefunden, der sowas hier verkauft. Ja, es ist auch Samstag, aber nichtsdestotrotz, die Geschäfte haben hier meistens relativ lange auf, beziehungsweise die machen jetzt auch teilweise erst wieder auf. Die haben nämlich auch die Mittagsstunden dann zu, weil hier um 14, 15 Uhr bei der größten Hitze auch keiner so verrückt ist und shoppen geht. Ja, jetzt erwacht das hier langsam wieder zum Leben, wenn es jetzt was kühler wird. Und ich denke, in ein, zwei Stunden ist das hier richtig angenehm. Ja, wenn ihr mal hier nach Brindisi kommt, dann kehrt unbedingt mal beim Alchemist ein. Eine super Bar hier. Guckt euch mal die Auswahl an. Die mixen alles, die schenken alles aus. Hier gibt es quasi nichts, was es nicht gibt. Mehrere Biere, auch Fosters vom Fass und andere internationale. Jede Menge Cocktails, Mixgetränke, Spirituosen, eigentlich alles bis hin zum Absinth könnt ihr hier haben. Toller Laden. Ja, wir sind jetzt noch sehr früh. Die machen gerade erst auf und bereiten sich vor. Aber wenn man sieht, was hier alles so steht, dann denke ich, wird das hier auf dem Samstagabend zu später Stunde noch richtig voll werden. Und hier natürlich noch ein Blick von außen auf die Alchemist Bar. Ja, die sind da wirklich am Vorbereiten ohne Ende. Also ich glaube, da geht heute auf dem Samstagabend noch richtig der Punk ab. Wir sind ja gerade zur Öffnung erst da reingestolpert. Aber ein richtig cooler Laden. Also allein, was die da alles für Cocktails und Mixgetränke am Vorbereiten waren jetzt. Also ich glaube, da kann man so einiges probieren. Aber ja, wir haben es jetzt bei einem Amaro gelassen. Ich mag ja so ein bisschen diese bitteren Schnäpse und ja, wir haben aber noch nicht zu Abend gegessen und wie gesagt, die Nacht wird kurz. Da werden wir also auch uns ein bisschen zurückhalten heute. Ja. Ja, so an sich die Innenstadt hier von Brindisi wirklich sehr, sehr gepflegt. Schöne Innenstadt. Da lässt es sich gut spazieren und jetzt merkt man auch so langsam, dass die Sonne an Kraft ein bisschen abnimmt. Gerade da, wo es jetzt auch etwas schattig ist, da wird es jetzt richtig angenehm, da geht ein bisschen Wind. Und ja, das erklärt auch, warum hier am Abend richtig Leben in den Städten ist. Das ist natürlich ganz anders wie bei uns. Bei uns haben die Geschäfte durchgehend auf, von morgens bis abends um 7 oder 8 oder wie auch immer. Und hier ist dann mittags mal für 3 oder 4 Stunden Ruhe und um 4, 4:30 machen hier viele wieder auf.
viele Läden auch am Samstag und dann nochmal bis 7, 8, 9 Uhr, je nachdem, was es für Läden sind hier. Könnt ihr Elektronik kaufen. Weil dann abends natürlich die Leute nochmal auf die Straße gehen und dann natürlich auch wieder kaufen. Ja, und wie man sehen kann, auch Brindisi hat einen Hafen und die Innenstadt geht ganz bis daran. Ja, das wäre natürlich auch ein schöner Endpunkt gewesen für unsere Kreuzfahrt. Da hätte man sich die Zugfahrt sparen können, wäre direkt hier im Ort gewesen und hätte einen Flughafen in der Nähe gehabt. Ja, wer auf diesen Endpunkt Tarant gekommen ist bei Costa, der muss auch ein bisschen hinterwäldlerisch gewesen sein, denn da heute Morgen reisten die meisten Gäste ab, außer die, die komplett zweite Woche wahrscheinlich gebucht hatten. Also so ziemlich alles, was im Laufe der Woche eingestiegen ist in den einzelnen Orten, stieg jetzt auch in Tarant größtenteils wieder aus. Ja, aber ich sag mal auch für die Leute, klar, da fahren dann Züge nach Roma oder so, aber die sind ewig unterwegs. Ich hatte auch mal geguckt, mit dem Zug nach Mailand zurück, um dann einen Hin- und Rückflug zu buchen. Der Zug, der wäre morgens, glaube ich, um 8 Uhr irgendwas gefahren und kam um 21 Uhr in Mailand an. Ja, da kannst du ja nichts mit anfangen. Aber hier in Brindisi wäre natürlich ein super Endpunkt gewesen, mit dem Flughafen direkt bei. Wäre schon schön gewesen. Ja, hier steht die Starlines. Ich muss mir da glatt mal angucken von nach wo von hier aus Fähren fahren, möglicherweise auch in Richtung Griechenland oder so, keine Ahnung. Da bin ich jetzt überfragt. Ja, aber wie gesagt, die gepflegte Innenstadt mit hochwertigen Läden, die geht wirklich direkt hier die ganzen Straßen durch bis hier unten ans Wasser. Ja, wir gehen jetzt die nächste Straße wieder hoch und ja, Norbert wollte sich noch ein Wasser kaufen und dann werden wir auch nachher gleich mal was essen gehen. Wir waren jetzt Abendessen hier, Restaurante Pizzeria Il Trullo. Ja, das ist eigentlich ein cooler Laden da drin, so ein bisschen klassisch auf Taverne gemacht, großer Holzofen drin, so hohe Gewölbedecken. Die Pizza war echt lecker, die war super gut. Desserts waren auch in Ordnung. Da kann man gar nichts sagen und der Preis war an sich auch fair. Ich muss sagen, ja, wir haben uns nicht so ganz willkommen gefühlt da drin. Irgendwie der Oberkellner, der ist ein bisschen arrogant und sehr von sich eingenommen. Und ja, dann, was hier auch scheinbar viele Restaurants machen, habe ich auch angeschlagen gesehen, ist irgendwie wie so eine Service- oder Tischgebühr, 2 Euro pro Person, die abgerechnet werden, unabhängig davon, was man verzehrt. Ja, dann, ich meine, aber insgesamt sind wir halt doch noch auf der Rechnung, hatten wir am Ende 37,50 Euro für ein großes Bier, eine Cola, 2 Pizzen und 2 Desserts. Und die Sachen waren gut, da will man jetzt nicht meckern, das geht in Ordnung. Dann fingen sie nachher irgendwann an, da Tische und Stühle zu rücken, weil sie wahrscheinlich irgendwie andere Gruppengrößen da hatten, die sie unterbringen mussten. Da war dann ein bisschen Unruhe drin und wir saßen nachher ewig lange vor unseren leeren Desserttellern. Da schien alles andere wichtiger zu sein, Tassen zu sortieren etc., bis dann mal einer kam, das abzuholen. Aber Hauptsache ist ja, dass das Essen geschmeckt hat und dass es preis-leistungstechnisch am Ende dann doch noch ganz fair war. In unserem Hotel, der hatte uns eine andere Location empfohlen, unten im Hafen, die wäre aber wieder weiter weg gewesen. Da haben wir jetzt keine Lust noch hinzurennen und die hatten keine Speisekarte online. Und von dem, was der uns im Hotel gesagt hat, hatten die zwar Pizzen, aber Schwerpunkt war Fisch. Und Fisch wollten wir nicht essen, wir wollten also wirklich eine Pizza essen.
Und dann hatte ich nur mal so im Internet geguckt und das, was ich gesehen habe, war dann, was der uns empfohlen hatte. Da fingen die Vorspeisen bei 11 Euro an. Da wäre natürlich jetzt die Frage gewesen, was eine Pizza da gekostet hätte. Wobei ich jetzt sagen muss, hier war es jetzt auch so, die Vorspeisen und was die sonst noch anboten, fand ich relativ teuer. Also Vorspeisenmix für zwei Personen 28 Euro und dann dagegen, sage ich mal, eine Pizza für 7 bis 9 Euro. Das ist schon ein Unterschied. Ja, man sieht jetzt auch, es ist noch keine 20.30 Uhr und hier wird es doch deutlich dunkel. Also im Juni bleibt es bei uns länger hell. Aber jetzt ist es angenehm, es geht ein laues Lüftchen, es ist ein bisschen Wind und die Sonne ist weg. Trotzdem, wir werden jetzt noch irgendwo hier in einer Bar einen Absacker trinken, ein Schnäpschen für die Verdauung, für nach dem Essen, für den Magen. Und dann werden wir wohl auch zurück zum Hotel gehen, weil, ja, wie gesagt, um 3 Uhr schellt unser Wecker und dann haben wir auch wieder eine anstrengende Reise vor uns. Ich würde sagen, an dieser Stelle sage ich danke, dass ihr mit uns von Tarant nach Brindisi gefahren seid und hier einen kleinen Blick in die Stadt geworfen habt. Ich werde das Video jetzt hier schließen. Den einen Drink, den wir jetzt noch nehmen, der wird für euch nicht mehr wahnsinnig interessant sein, denke ich mal. Ich sage danke fürs Reinschauen. Wenn ihr auch in Zukunft nichts verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Dann seid ihr immer informiert, wenn es neue Reisen gibt und neue Unternehmungen, egal ob bei uns in Deutschland oder Kreuzfahrten oder andere Reisen. Ich habe da schon ein paar Ideen und ja, es wird sich vielleicht von der Kreuzfahrt teilweise auch ein bisschen wegbewegen gegenüber der Vergangenheit. Eine haben wir ja erstmal noch gebucht und dann werden wir mal sehen, was wir dann so machen. Aber darüber mache ich noch mal ein separates Video, das solltet ihr dann nicht verpassen.